Ich erkläre die Funktion der preußischen Jägerbüchse von 1813, eine Steinschusswaffe. Die Waffe wird geladen, indem die Pfanne geöffnet wird. Der Schütze greift in die Patronentasche, nimmt eine Patrone, die wird aufgebissen. Es wird Pulver auf die Pfanne geträufelt. Dann wird die Pfanne geschlossen und der Rest der Patrone wird in den Lauf angeführt. Am Ende der Patrone würde sich dann die Kugel befinden. Das Ganze wird mittels Ladestab verdichtet. Der Schütze nimmt dann die Waffe, es ist ein Stechersystem. Er zieht den Hahn nach hinten, sticht ein, um den Abzugswiderstand zu verringern und ist schussfertig.